Moin Leute, willkommen bei Gym Nasty Playground. Hat mal ein paar Tage gedauert mit dem Video, einiges zu tun gehabt. Heute nehmen wir uns einiges vor. Ich habe den Ingo dabei. Moin. Habt ihr schon öfter jetzt gehört, schon öfter mit Tat zur Seite gestanden. was haben wir hier heute? Seine neueste Errungenschaft. Mal was Neues, ein Verbrenner bei uns. Ein mit Benzin fahrender Verbrenner, ne? Das ist ein Verbrenner, ja. Genau. Zwei Takt. Das ist von der legendären Marke HPI, sag ich jetzt einfach mal so, weil... Nee, das ist ein Rufen, das ist ein Nachbau. Ach so. Oder das war mal ein Rufen, ist aber kaum noch was Original dran, ne? Also, okay. Ja. Motor. Okay, ich dachte, das wäre jetzt ein HPI. Nee. Aber ja, ist ja eh dann ziemlich gleich, ne? Ja, weißt, die sind ja baugleich, ne? Weil damals zu Anfang von meiner RC-Karriere, sag ich jetzt mal, da wollte ich mir auch mal so ein Bayer holen und umbauen, aber das ist dann noch nie passiert. Ja, was ist das hier mit der Karosserie? Das ist doch irgendwie so ein spezieller oder was? Ja, oder? Kragenkarren, ne? Okay, das ist eine Kragenkarren, alles klar. Ja, dann wollen wir noch mal gucken. Ich bin mal gespannt, was er so kann und wie gut er anspringt. Hast du gesagt, er würde sehr gut anspringen. Ja. Schauen wir doch mal. Mal was anderes, Leute. Jetzt immer nur Elektro, wo ich natürlich ein Elektro-Typ bin. Aber haben noch ein paar Mal nach sowas gefragt. Okay. Mit Temper Reifen. Boah, die Reifen dazu, die kriegt den auch aus dem Auto raus. Okay. Einfach ein bisschen ruhiger oder wie? Ja, oh, die Sache ist schönes Wetter heute. Haben, ne? Okay. In 2-3 Minuten. Ja, ich filme noch ein bisschen mit, schneide ein bisschen rum, bis es dann richtig zur Sache geht gleich. Oh, ab durch die Hecke. Kein Rückwärtsgang, nix. Oh, da muss man laufen als Verbrenner, ne? Oh, rein gerettet aus dem Busch. Das ist auch geil aus dem Video. Guckst hier her und fährst da hinten. Okay. Wow, da macht er schon Wheelies. Wahnsinn. Oh, nicht die Klippe runter. Wechsel mal ein bisschen die Perspektive für euch, Leute. Geht gleich weiter. So, ich habe mir mal hier eine erhöhte Perspektive genutzt. Gesucht, meine ich. Dann blendet mich die Sonne auch nicht so. Mal schauen, da kommt er. Alter. Wahnsinn. Das ist noch was anderes, der Sound. Habe ich ja nun auch oft hier in den Videos, wie ihr wisst, wenn hier die Quadfahrer kommen. Wieder machen wir den Sound selber. Geht gut ab.
das Nachteil ohne Rückwärtsgang, ne? Wie, willst du da ganz hinten laufen? Ja. Oh, oh, oh. Geil, wir sind wegfetzt von dem Pedalreifen. Wenn der Kreis wie ein Panzer, ne? Ja, muss den Servo-Safer nochmal nachstellen. Ja, musst du normalerweise mit ein bisschen Gas bremsen und dann wieder rum, ne? Ich denke, das ist die hinten da drauf. Ja, ist schon cool, wenn man da oben drückt, da kommt so ein richtiger Sound da. Also nur Elektro ist ja auch langweilig, ne? Ja gut, ich kenne ja nur Elektro halt, ne? Was ist mein Eindruck, Leute, davon? Ja, da kann ich das Fenster oder so? Ja. Soll ich am nachstellen? Wollte ich gerade vor, bremsen lassen, das ging gar nicht. Also der Vorbesitzer, also ich habe ihn von Kollegen gekauft, von Marius Christ. Und der steht nicht so auf harte Bremsen. Okay. Muss ich halt alles ein bisschen einstellen. Ja. Ne? Gut, mehr. Das machen wir mal aus. Ja, Leute, mein Fazit hört man dann gleich, wenn der Ton wieder da ist. Ja, so, mein Fazit, das war mal cool, mal was ganz anderes. Imposant, wie der auf jeden Fall hier losprescht und Wheelies macht. Also, dass so eine Benziner keine Power haben, ist definitiv nicht wahr. Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt für mich selber haben, aber war mal gut, es mal gefahren zu haben. Wie zufrieden bist du mit deinem Auto? Also ich finde ihn super. Ich habe den ja jetzt auch erst eine Woche. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich damit fahre. Also geht schon ab, die Karre. Ne? Ich habe ja noch zwei Stück. Da sind halt eben nicht so gute Motoren drauf. Okay. Der eine, der geht schon nicht schlecht, aber das ist mit denen überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Alter, da ist jetzt ein 10 Uhr drauf, 32 Kubik. Und ja, sich da selbst marschiert wie Sau. Ne? Ja. Gut, Leute. Das war's. Wir werden jetzt noch mal ein paar andere Sachen für euch abfilmen, die noch so ausstehen. Das werden wir nutzen, soll ja wieder regnen die Tage. Und dann ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und der kann jetzt leider nicht aus dem Bild fahren, weil er aus ist.